Das Konterfei Wladimir Putins könnte noch 16 Jahre lang hier an der Wand hängen und ihn weiterhin als den aktuellen Präsidenten zeigen. Denn bis heute konnten die Russinnen und Russen wie hier darüber abstimmen, ob Putin noch für zwei weitere Amtszeiten antreten kann. Das wäre dann bis 2036. Zumindest konnte das Volk gefühlt abstimmen. Denn eigentlich war die nötige Verfassungsänderung bereits vom Parlament angenommen worden. Viele Kritiker sehen darin nur den Versuch, dem Ganzen einen demokratischen Anstrich zu geben. Doch die Zustimmung ist offensichtlich groß. Nach ersten Auszählungen sind etwa 3/4 der Wähler für die neue Verfassung, zumindest nach offiziellen Angaben. Demian van Osten berichtet. Sie vergleicht Wählerlisten mit der Anzahl abgegebener Stimmen. Die Wahlbeobachterin Ina Karesina in der Stadt Karaljow bei Moskau. Sie sucht nach Hinweisen, wie staatsnahe Unternehmen ihre Mitarbeiter zur Abstimmung schicken, mit Drohungen, sie zu kontrollieren. Wir wissen sowieso, wie ihr abgestimmt habt. Solche Sätze glauben dann die Leute, die nicht verstehen, wie der Wahlprozess abläuft, wie die Stimmen ausgezählt werden. Nicht immer wird auch das Wahlgeheimnis eingehalten. Beobachter sprechen von hunderten Verstößen in Russland, auch Doppelabstimmungen, schwer zu überprüfende Hausbesuche mit Wahlurnen auf dem Land. Kritisch außerdem, wer abstimmt, konnte an vielen Orten Preise gewinnen, von Wohnungen über Autos bis hin zu Shoppinggutscheinen. Die Verfassungsänderungen sehen unter anderem regelmäßige Rentenerhöhungen vor. Die Ehe wird ausschließlich als Bund zwischen Mann und Frau definiert. Und es gibt ein Verbot, russische Gebiete abzugeben, gemeint vermutlich auch mit Bezug auf die Halbinsel Krim. Wegen Corona dauerte die Befragung eine ganze Woche. Es gab großflächige Werbung. Unsere Verfassung, unsere Zukunft, unsere Entscheidung. Freiwillige erklärten die Vorzüge der Änderungen. Offiziell sei das Information. Unter dem Vorwand des Informierens wird in Wirklichkeit Stimmung dafür gemacht. Wenn sich Menschen jedoch dagegen engagieren, geht man gegen sie vor, auch mit der Polizei. Erste Ergebnisse veröffentlichte die Wahlkommission schon Stunden vor Ende der Abstimmung. Eine deutliche Mehrheit ist demnach dafür. Ich glaube, dass sich unser Lebensstandard mit den Verfassungsänderungen sofort verbessert. Wir sind Rentner, wir brauchen die Veränderungen, damit die Gesundheitsversorgung besser wird, damit es stabile und an die Inflation angepasste Renten gibt und das Leben besser wird. Und Putin? Er könnte theoretisch jetzt bis 2036 regieren. In der Corona-Krise war seine Beliebtheit gesunken, auf den schlechtesten Wert seit 20 Jahren. Ich habe es satt, so zu leben. Das Regime, unser Zar, die Gesetze und wie man mit den Menschen umgeht, es ist nicht mehr zum Aushalten. Doch laute, kritische Stimmen sind in Russland derzeit in der Minderheit. Zu einem Protest am Abend in Moskau kamen gerade mal ein paar Dutzend Menschen, umringt von deutlich über 100 Journalisten.